Raphael Wirsch, wir stehen jetzt hier vor dieser Brücke und es ist ein Tag vor dem, dass über das Liechtensteiner Element jetzt dann da eingelagert wird. Also der Teil von Liechtenstein, der 56 Meter lange Teil, der soll eben morgen mit dem Kran dann da eingelagert werden. Welche Funktion hast du da? Also ich nehme hier die Oberbauleitung wahr und Bauherrenunterstützung für die Gemeinde Vaduz sowie für die Stadt Bux. Jetzt, wie geht man denn vor? Das ist ja ein breiter Fluss, gell? Das ist sicher 150 bis 180 Meter. Wie geht man da denn vor, wenn man so eine Brücke baut? Ja, also der Ursprung von einem so Projekt ist natürlich schon, liegt schon recht weit zurück in der Vergangenheit, oder? Wenn man sieht, hier in der Umgebung ist eigentlich unsere Rheinlandschaft geprägt durch die zwei künstlichen Dämme, die rund 10 Meter über die Flusssohle rausschauen. Und dazwischen, wie von Krone, haben wir hier 150 Meter zu bewältigen. Und da sucht man natürlich zuerst einmal ein Tragsystem, das möglichst effizient ist und elegant daherkommt. Und in unserem Fall war es so, dass die Bauherrschaft einen Projektwettbewerb lanciert hat und dort aus dem Projektwettbewerb daraus das beste Projekt gewürdigt hat, schlussendlich, das jetzt in der Ausführung steht. Die Pfeiler, die sind ja sehr elegant, die sieht man im Hintergrund, gell? Die sind wirklich sehr fein gehalten. Was muss man jetzt da speziell beachten, weißt du, um jetzt die Pfeiler zu machen? Ja, es ist so, natürlich, wenn man in den Rhein reingeht, bauen, ist es natürlich das Wasser, das einem dort begleitet dabei. Und andererseits natürlich der Baugrund. Wenn man so die Sandbänke dort beachtet, die im Rhein drin sind, sieht man natürlich auch, dass es nicht nur Kies hat, sondern auch Silt, also so solche Stillwasserablagerungen, wie man auch sagt. Und es leuchtet natürlich jedem ein, dass die natürlich nicht immer gleich tragfähig sind, das Kies und die Stillwasserablagerungen. Darum sind das eigentlich die Hauptpunkte, die die Herausforderung sind für so Flusspfeiler, um die zu fundieren. Musst du da Umleitungen machen oder gibt es bestimmte Jahreszeiten, die schon sehr günstig sind? Ja, es ist natürlich so, erstens muss man den Zugang schaffen in den Rhein runter, oder? Wir stehen ja jetzt hier so auf einer Rampe. Dann ist das also die erste Arbeit gewesen, nachdem man den Zugang geschaffen hat, dass man den Rhein so dort umleiten, dass man nachher den Zugang kann schaffen kann, um die Pfeiler zu bauen. Und die Pfeiler, die sind natürlich abgestellt auf Bohrpfähle, wo zwischen 15 und 18 Meter unter der Flusssohle abtiefen. Jetzt, wenn wir da ein bisschen rechts schauen, steht jetzt da der Kran. Also die Einlagerung vom Liechtensteiner Stück, das 56 Meter lange, das steht bevor. Gell? Also das soll jetzt morgen eingelagert werden. Jetzt ist morgen vielleicht wüst Wetter oder vielleicht kommt es zu föhnen. Also da machen wir bei jeder Bedingung. Ja, also der Wind würde uns natürlich schon schwer tun, oder? Und das Wetter an sich, wenn es nur regnet, wird es kein Problem sein. Natürlich, wir müssen immer die Hochwassersituation im Auge behalten. Und wir sind natürlich in einer Jahreszeit, bewusst in dieser Jahreszeit Winter drin, wo wir keine Hochwasserspitze erwarten, weil natürlich ein Teil der Niederschläge im Einzugsgebiet vom Rhein in Form von Schnee dort niedergehen. Man wird sehen, was morgen jetzt wirklich für ein Wetter kommt. Zurzeit herrscht noch sommerliche Temperaturen hier. Ja, genau. Also man hat ja fast 20 Grad und wir hoffen, dass das morgen uns nicht irgendwie jetzt hier unter spezielle Herausforderungen stellen. Ja. Aber gell, Planung ist natürlich seite, es ist eine riesige Planung und ständig wieder dies und jenes mal versetzen. Aber dann die Umsetzung ist etwas anderes. Also man schafft hier mit Wind und Wetter, das ist manchmal wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Ja, das ist so. Man hat im letzten Herbst, Ende Oktober, haben wir ein Hochwasser gehabt, oder, wo uns die Baustelle überflutet hat. Und auch am 24. Dezember, also am Weihnachtsabend. Und das sind natürlich Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Man kann es beobachten und muss sich dementsprechend einrichten. Und wir sind jetzt, die letzten drei Wochen sind natürlich sehr gut abgelaufen, weil wir so gutes Wetter hatten. Für dich manchmal auch noch eine Nervensache. Also stehst du ständig ein bisschen auf Pique, vermute ich. Ja, es ist so, ich habe ja jetzt hier die Funktion als Oberbauleiter. Wir haben hier eine Bauleitung. Er ist hier natürlich täglich involviert. Indem er ist sicher mehr unter Strom als ich selber. Ja.
Wir sind jetzt am Donnerstag, also schmutziger Donnerstag, einen Tag nachher. Ab 9 Uhr wird das 56 Meter lange Stück eben eingelagert. Ich glaube, zwei, drei Tage später dann das Schweizer Stück und dann noch das mittlere Stück. Insgesamt also 150 Meter. Wenn das jetzt reibungslos läuft, dann steht einmal das Gerüst. Was passiert denn nachher noch? Also wann kann man denn da drüber gehen? Also geplant ist ja die Eröffnung auf Ende Juni. Genau. Und während dieser Zeit sind natürlich noch ein Haufen Arbeiten zu tätigen. Oder? Also die Elemente sind zwar eingelupft und die müssen dann auch in ihre definitive Lage noch gebracht werden. Es müssen Montagestöße geschweißt werden, es muss die Abdichtung ergänzt werden. Dann müssen wir zweimal 150 Meter Geländer noch installieren. Die ganzen Anpassungen bei den Uferwegen natürlich, oder? Weil der Brückenträger ist jetzt höher als die jetzige Weg. Und dann ist natürlich der ganze Rückbau im Rhein drin, oder? Also die Spundwände und Pfeiler müssen gezogen werden, der Fluss muss wieder so hergestellt werden, wie es war, und der ganze Rückbau von diesen Rampen. So werden wir sicherlich die Zeit bis dorthin brauchen. Es zeigt, es fällt und geht natürlich mit dem Wetter und mit dem Rheinpegel. Genau, ja. Für mich sieht das saumässig gefährlich aus. Also, ich weiss, wie gefährlich es eben auch sein kann, wenn er mal danach kommt, hat das strudelt rein und so weiter. Ist alles gut gelaufen bis jetzt? Kein Unfall, nichts? Nein, also es ist wirklich eben die zwei Hochwasser, die wir hatten. Wir haben natürlich ein entsprechendes Sicherheitsdispositiv. Und die Reibauleitung unterstützt uns auch sehr stark. Die sind ja schier ein Tagesgeschäft, um auch prognostizieren, was der Rhein macht in den nächsten Tagen. Und eben, es hat zum Beispiel auch einen Schwimmring da, wenn jetzt einer reinkommen würde. Und ja, langen wir Holz an, hoffen, dass bis zum Schluss nichts passiert. Sind spezielle Arbeiter, also die hier bauen oder einfach ganz normale Baufachleute? Also wir haben hier zwei Unternehmungen. Die eine Unternehmung ist die Firma Frickbau in Schaan. Die ist zuständig für die ganzen Baumeisterarbeiten, also Betonarbeiten, Belagsarbeiten. Und dann ist der Stahlbauer, das ist der, der Brückenträger an sich dort produzieren, montieren und finalisieren das Ganze. Und ja, ein Brückenbau ist nicht ein alltäglicher Job. Oder? Das sind natürlich Unternehmungen, die solche Sachen schon gemacht haben. Dein grösster Wunsch, Raphael? Ja, mein grösster Wunsch ist, dass wir auf der Basis, die wir jetzt geschafft haben, dass wir das zusammenbringen können und dass wir da die Projektrisiken alles weiter gut handeln können und dass wir in der Bauherrschaft ein wunderschönes Bauwerk und somit auch der Bevölkerung können dann im Ende Juni übergeben.